Die Lehrserie Die alten Meister hat natürlich das Problem, als ich damit vor 15 Jahren angefangen habe, fiel es mir noch deutlich leichter. Aber in dem Wort alte Meister steckt halt auch das Alter drin. Aber wir gehen natürlich mittlerweile auch in eine Altersgruppe einer Isabel Werth, Jan Bebelmanns, Heike Kemmer, Rudolf Zeilinger, Hubertus Schmidt und so weiter rein. Denn es ist halt nun mal so, wir werden ja alle irgendwie älter dann. Heute freue ich mich aber ganz besonders, dass ich eine sehr gute Freundin gewinnen konnte, dass sie bei den alten Meistern mitmacht. Nicht, weil sie der Altersgruppe der alten Meister schon entspricht, sondern zum einen, weil ich wirklich große Hochachtung vor ihr habe, weil sie sich Dinge traut und da ist auch der größte Teil ihrer Seele mit verbunden, wo ich noch nicht mal im Traum dran denken würde, auch nur annähernd in die Richtung zu reiten, wo sie in der Vielseitigkeit höchst erfolgreich drüber reitet. Alleine das ist schon allen Respekt der Welt wert und da ist sie ja eine große Stütze für uns in Deutschland und ein Beispiel für bestes Reiten weltweit. Aber sie ist eben auch als Tochter ihres Vaters ein Beispiel für hervorragendes Reiten, auch in der Dressur, in der Ausbildung von Pferden. Und deswegen qualifiziert sie sich trotz des jungen Alters, da haben wir gerade drüber gesprochen, das muss man ja sagen, auch schon für diese Lehrserie. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie aus Münster extra hier hingeflogen ist und morgen mit mir auch nochmal in München ist, aber dann mit anderen Pferden. Herzlich willkommen, eine der besten Vielseitigkeitsreiterinnen und Dressurreiterinnen der Welt, Ingrid Klimke. Ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, denn für mich ist es genauso spannend wie für Sie. Ich kenne weder die Reiterin noch das Pferd und freue mich, wenn wir uns erstmal vorstellen. Ich wurde ja bereits vorgestellt, jetzt bist du dran. Hallo, mein Name ist Annalisa Schäber und ich bin Auszubildende auf dem Gestüt Burghof und ich habe hier eine 5-jährige Desperados Masandro Hitstute und die reite ich seit 3 Wochen und es ist ein Verkaufspferd vom Gestüt Burghof. So, dann wollen wir mal sehen, wer sich heute Abend alles mitnehmen möchte. Dann trab mal an und trab erstmal leicht. Das ist natürlich für die heute Abend auch ein schönes Kennenlernen vom Publikum, einer neuen Halle, die so schön geschmückt ist. Das Wichtigste, die ersten 10 Minuten bis Viertelstunde Schritt, hat sie bereits gemacht. Diese Zeit muss man sich immer am Anfang nehmen. Am liebsten fasse ich die Schnalle an und sage immer mit hingegebenem Zügel, es sei denn, ich bin auf dem jungen Pferd oder auf dem bockenden Hengst und bin in Gefahr, dann am längstmöglichen Zügel. Dann die Zügel aufnehmen. Und erstmal in Dehnungshaltung schön vorwärts, abwärts das Pferd im frischen Arbeitstrab traben, im Leichttraben. Wenn du kannst, ruhig noch ein bisschen mehr vorwärts, dass du erstmal immer an Arbeitstrab denkst, dass sie schön fleißig im Takt ist. Das ist gut so. Was mir jetzt erstmal gut gefällt, ist die gut sitzende Reiterin, die schön locker in der Mittelpositur beim Leichttraben einsitzt, aber schnell wieder aus dem Sattel raus ist. Ich sage immer, man muss sich vorstellen, man ist leicht wie eine Feder im Leichttraben, dass man immer wieder den Rücken frei macht und somit auch dem Pferd die Chance gibt, jetzt die Hand vorschieben. Immer wenn sie sich dehnen möchte, ruhig die Hand vorschieben. Aber sie soll ja nicht stoßen, sondern denk dran, dass du immer noch Verbindung hältst. Sie soll ja jetzt Schritt für Schritt die Zügel aus der Hand kauen und nicht auf einmal so runterrucken. Ruhig mit dem äußeren Zügel immer schön Kontakt halten. Such doch mal einen Zirkel. Mach ruhig da unten bei C oder da unten an der kurzen Seite einmal oder Mittelzirkel, dass du immer wieder abwenden kannst, mit der inneren Hand ein bisschen eindrehst, mit der flachen Wade nachtreibst und wieder nachgibst. Und die Hände bitte zusammenführen, damit der Zügel am Hals anliegt und das junge Pferd dadurch Sicherheit hat. Es gibt ja unterschiedliche Arten, manche führen ganz breit. Ich finde es gerade bei jungen Pferden wichtig, dass die Hände ruhig stehen und die Zügel am Hals anliegen, dass das Pferd erstmal richtig Anlehnung fühlt und Sicherheit. Und jetzt, wenn sie so ein bisschen unkonstant ist, wir müssen ja den Weg dahin suchen, bis sie da ganz gleichmäßig ist, musst du immer versuchen, mit den diagonalen Hilfen innerer Schenkel, äußerer Zügel an die ruhige äußere Hand rantreiben, außen führen, dass sie dann langsam aber sicher immer wieder noch ein bisschen tiefer kommt, ohne zu stoßen. Wenn sie stößt, hältst du außen gegen, dass sie genau weiß und treibst mit dem inneren Schenkel. Und etwas frischer, komm.
Immer denken lebendig. Erstmal muss das Pferd vor den treibenden Hilfen sein. So, jetzt gehen wir ganze Bahn. Und der Takt ist wichtig, dass sie schön gleichmäßig im Takt abfußt. Und jetzt an den langen Seiten ruhig so ein bisschen nach vorne und etwas die Tritte verlängern, dass du zum Treiben kommst und das Gefühl hast, du willst die Nase schön vortreiben. Das reicht nicht mehr. So, genau. Und immer wenn sie jetzt sich mal anhebt, weil sie irgendwas sieht oder hinschauen möchte, nimmst du an, treibst nach, gibst wieder nach. Mit ganz vielen kleinen halben Paraden sie auf den Weg bringen, bis sie da ganz konstant Anlehnung hat. Immer schön von hinten in die Hand rein treiben. Es ist gut, wenn die Hand weich ist, wenn die Hand vorfühlt, aber der Zügel darf auch nicht springen, dass sie dadurch so ein bisschen unsicher wird und unsteht. So ist das viel besser. Und so schön ruhig. Was mir sehr gut gefällt, achten Sie mal bitte auf die aufrechte Zügelfaust. Das sehe ich leider nicht so oft, sondern häufig sieht man eine Hand, die liegt oder die Hände sind offen. Dann kann man aber nicht dieses Annehmen nachgeben, diese kleinen halben Paraden aus dem Handgelenk machen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man immer erstmal als Reiter immer sich überlegt und schaut, was kann ich besser machen? Wie kann ich optimal mein Pferd unterstützen und sitzen? Und so hat ja jeder von uns mal seine Schwächen und muss immer darauf achten, schön gestreckt sitzen, im Pferd mitschwingen, die flache Wade treibt und nicht der Sporen, immer erst den Absatz schön runter, Zehenspitze anziehen beim Treiben und so gefühlvoll und gleichmäßig das Pferd führen. Wechsel einmal die Hand. Und ruhig auf der Diagonalen auch wieder. Jetzt wollen wir eigentlich, dass sie vom Widerriss aus den Hals noch etwas mehr fallen lässt. Ruhig noch etwas länger und dann die Nase vor, Verbindung halten und treiben. Auch jetzt ist der linke Zügel auf der rechten Hand derjenige, der vorherrscht. Ruhig mit dem rechten Schenkel sie auch hier in die Ecke, wenn sie da guckt. Ist nicht schlimm, muss sie alles kennenlernen. Gleich wieder Trab, wend einmal ab, komm einmal hier auf den Zirkel. So, ist ganz normal für ein junges Pferd, dass sie hier guckt und das erstmal schaut, wer hier alles so sitzt, aber in dem Moment, wo sie sich anhebt, hältst du gegen, treibst nach und gibst nach, wenn sie nachgibt. Dass sie weiß, immer Genickkontrolle, da ist die Grenze. Besser. So, und jetzt langsam etwas vorfühlen, noch ein bisschen länger, noch dahin und jetzt vor. Es gibt ja so ganz unterschiedliche Pferdetypen. Wenn ich die sehe, weiß ich sofort, die ist sehr leicht im Genick und man wünscht sich fast, dass man so ein bisschen mehr in der Hand hat. Ich hoffe, ich liege richtig, ein Nicken und Lächeln, sehr schön. Dann musst du noch mehr versuchen, immer ganz konstant zu treiben und das Gefühl haben, du willst ruhig so ein bisschen was in die Hand nehmen, damit sie nicht zu lose ist. Galoppier doch mal an. Probieren wir es mal erstmal einmal im Galopp. Ruhig erst jetzt zur geschlossenen Zirkelseite. Einmal aussitzen, halbe Parade anspringen lassen. Ja, lass uns das ruhig gleich nochmal machen. Sie hat sich ja jetzt einmal, ist egal, parieren, nochmal parieren und nochmal, ruhig zwei, drei halbe Paraden. Hauptsache, sie bleibt durchs Genick. Oder mit Stimme? Genau. Erst nochmal wieder leicht traben, denn ein junges Pferd braucht die Zeit, bis es ganz konstant und sicher. So. Und jetzt gleich zum Angaloppieren, wenn sie gerade so ein bisschen den Hals fallen lassen will. Jetzt sitzen und jetzt annehmen und nachtreiben. Schon etwas besser. Und jetzt nachgeben und wieder neu kommen. Vorfühlen mit der inneren Hand. Geh mal in leichten Sitz. Ruhig einmal raus aus dem Sattel und dann galoppierst du mal eine Runde im leichten Sitz. So, und sofort lässt sie den Hals mehr fallen. Das ist gut so. Ruhig ganze Bahn. Bisschen treiben, genau. Oh, nicht zu viel mit meinem Schnalzen hier. Dann wecken wir sie zu doll auf. Wir wollen nur, dass sie schön frisch vorwärts geht. Genau, so ist gut. Dann entlastest du den Rücken. Und ruhig noch mal ein bisschen nach vorne. Genau, prima. Jetzt schaut sie hin, ohne sich rauszuheben, das ist schon mal gut. Und wieder Trab, weich parieren zum Trab, erstmal hinsetzen und ruhig über zwei, drei Pferdelängen. Hauptsache, sie bleibt so schön rund und durchs Genick. Nochmal parieren und dann weich zum Trab, ruhig mit Stimme, außen parieren, nochmal außen parieren und nochmal. Oh, der versammelte Galopp kommt. Das ist aber auch so ein bisschen, weil sie sich noch festhält. Jetzt Apples, das sind alles Zeichen halt für die Aufregung und dass sie halt innerlich immer noch so ein bisschen unter Spannung steht. Ruhig einmal Handwechsel. So, und jetzt wieder schön zum Treiben kommen. Genau, ruhig wieder nach vorne und noch ein bisschen länger lassen. Jetzt wollen wir immer noch, dass sie von hinten über den Rücken schön den Hals fallen lässt
und dann ruhig die Nase ein bisschen mehr vor. Noch ein bisschen länger und jetzt treiben. Jetzt am äußeren Zügel aufpassen, dass sie nicht noch tiefer kommt und treiben. Genau, so ist das prima. Viel besser. Und noch nicht länger lassen, dass sie dann nicht anfängt zu schlackern. Und wieder auf dem Zirkel geritten und ruhig nochmal links angaloppieren. Erst wieder aussitzen, zurückkommen und außen annehmen und nochmal besser. Lieber über 2-3 Galopphilfen, anstatt plötzlich und sie hebt sich raus. Das geht sofort in den Rücken. Das hast du gut gemacht, prima. So, und jetzt wieder ein bisschen mehr vorwärts. Denk immer dran, genau, raus aus dem Sattel, ganze Bahn. So, jetzt hören wir sie auch langsam, aber sicher gleichmäßig atmen. Das ist gut so. Was mir auch gut gefällt, ist, dass der Schweif schön ruhig ist. So, und jetzt wieder treiben mit dem linken Schenkel. Ruhig noch ein bisschen mehr. Trau dich, ruhig ein bisschen mehr nach vorne. Genau. Immer erstmal schön locker, frisch nach vorne galoppieren. Dann geht die Spannung am besten raus aus dem Pferd. Gut so. Und jetzt wieder weich durchparieren zum Trab. Wir wollen sie auch nicht müde machen. Hauptsache, sie bleibt da ganz sicher durchs Genick, dass sie schön auch bei dem Übergang nachgibt. Nochmal parieren und nochmal, bis sie weich in. Denk einfach an den Trab fallen lassen. So. Und lange Seite, ganze Bahn. Und wieder vorwärts, abwärts. Immer in der Dehnungshaltung dann denken, so, das reicht nicht mehr. Dass man so frisches Arbeitstempo hat, aber ohne zu eilen. Und dass der Hals noch länger wird. Super, viel besser. Und halt konstante Verbindung. Wenn sie so nach unten nickt, sofort mit dem linken Schenkel treiben und am äußeren Zügel parieren. Ruhig die Ecke etwas abrunden, dass sie da nicht aus dem Takt kommt. Rechter Zügel und dann noch ein bisschen länger. So, besser. Und noch ein bisschen länger. Prima. Jetzt wünsche ich mir noch einen Schnauben. Könntest du das ihr noch mal kurz erklären? Am Ende der Lösungsphase bitte doch mal schön abschnauben. So, das wird besser. Viel konstanter. Gut so. Und jetzt versuchst du mal an der nächsten langen Seite einfach noch länger, bis du fast an der Schnalle bist und lässt einmal rauskommen bis zur Schnalle. Wir gucken einfach mal, was sie macht. Ja? Aha. Und noch ein bisschen länger. Gut so. Prima. Ist egal. Einfach ruhig sie mal gucken lassen. So, genau. Schön. Und klopf sie mal. Einmal am Hals klopfen. Gut so. So. Kannst auch gleich mal die Leinwand kennenlernen. Prima. Jetzt Schnalle anfassen und fleißigen Schritt gehen lassen. Wenn ich sie vom Typ her sehe, bietet sie sich ja eigentlich schön an. Sie ist geschlossen, man kann sich vorstellen, dass man sie leicht nach oben hinstellen kann. Aber gerade die Pferde, die leicht im Genick sind, wo man so denkt, ach, das lösen könnte man auch ruhig ein bisschen abkürzen, die ist ja schon so weit. Immer dran denken, erst wirklich Trab, Galopp, schön im leichten Sitz. Immer wieder klopfen, das ist gut so, dass sie sich ja einfach wohlfühlt, auf dem richtigen Weg ist. Jetzt schauen wir uns auch mal den Schritt an. Sie klemmt nicht den Schweif, sie ist noch ein bisschen eifrig. Ruhig nochmal so, genau. Aber sie soll ja ruhig gucken. Sie soll ja sich einpendeln, ihren Takt finden. Und sie tritt immerhin über, kommt schön aus der Schulter. Wenn ich jetzt so den Trab und den Schritt sehe, ist es ein ordentlicher Trab, auch ein guter Schritt. Auf Anhieb vielleicht nicht überragend, aber was brauchen wir? Wir brauchen erstmal einen guten Trab, einen guten Schritt, ein Pferd, was vom Charakter her sich gut drauf einlässt. Das gefällt mir hier auch in der fremden Umgebung. Okay, nach der Pause nehmen wir jetzt die Zügel auf. Und jetzt muss sie ja lernen, als junges Pferd in sichere Anlehnung oben durchs Genick zu gehen. Dass sie sich schön in Selbsthaltung trägt. Wenn du von oben schaust, musst du immer das Gefühl haben, das Genick ist der höchste Punkt. Und sie bleibt schön mit der Nase an der Senkrechten. Und du versuchst jetzt erstmal wieder ganz konstant und weiche Verbindung zu halten. Und trabst dann so jetzt an, genau. Antraben, dann die Zügel ver. Ja, ist egal, wenn sie mal guckt, nimmst du jetzt an, dass sie dann weiß, sie kann ruhig gucken, sie kann da hinschielen und aussitzen. Jetzt ruhig in der Arbeitsphase aussitzen, schön gefühlvoll mitschwingen und erstmal auf der geraden Linie auch immer noch an das Tempo denken. Ruhig so ein bisschen lebendig, du willst ja, dass sie lebendig abfußt, deshalb ruhig auch schön frisches Trabtempo, gut. Und die Zügel mindestens so kurz, eher noch etwas kürzer, dass sie auch dadurch weiß, aha, immer wenn der Zügel zu lang ist, denkt sie, es ist dehnen und kommt zu tief. Jetzt wollen wir ja sie schön oben behalten. So. Und jetzt fangen wir mal an mit den ersten Übergängen, mit Trab-Schritt-Übergängen
um sie ins Gleichgewicht zu bringen, dass die Hinterbeine noch etwas mehr unter den Schwerpunkt fußen. Komm mal Schritt für Schritt zurück zum Schritt. Ein, zwei Pferdelängen Schritt und wieder raus. Schritt für Schritt. Prima, Kontakt behalten, halt die Kontrolle, genau, und wieder antraben. Jetzt geht es erstmal darum, dass dieser Übergang nicht abrupt ist, sondern dass sie so mit kleinen Tritten immer sich ein bisschen mehr schließt und zusammen unter den Schwerpunkt fußt. Und ruhig nochmal, Schritt für Schritt zurückkommen, dass sie hinten tiefer wird und gleich wieder raus. Gut so. Was mir sehr gut gefällt, dass sie unheimlich schön sitzt, einmal Handwechsel. Und die flache Wade treibt fast so, dass wir es nicht sehen. Unser ganz großes Ziel ist ja immer, dass wir ein Pferd haben, was selbstständig geht. Das müssen wir von Anfang an eben auch dazu erziehen, dass wir versuchen, mit ganz feinen Hilfen auszukommen. Jetzt machst du das an der nächsten langen Seite nochmal. Und wir wollen eigentlich fast das gar nicht sehen. Du parierst durch zum Schritt und gleich wieder Trab. So und wieder Trab. Gut, jetzt schielt sie nochmal so ein bisschen dahin. Jetzt kann sie auch nochmal so ein bisschen rauf und runter. Wenn sie jetzt über dem Zügel ist, stört mich das nicht, aber sie darf nicht beim Übergang auf die Vorhand fallen, sondern sie soll ja hinten etwas mehr ranschließen und vorne größer werden. Besser. Und wieder raus. Ja, jetzt machst du mal ruhig nur 3-4 Schritttritte und achtest nur darauf, dass sie ganz geschlossen bleibt. Jetzt etwas kürzer. Jetzt ist sie nicht mehr durchs Genick. Das ist so eine ganz feine Gratwanderung, so dass sie durchs Genick ist und schon wieder raus. Bleib mal hier auf dem Zirkel. Auf dem Zirkel geritten, dass sie ganz gleichmäßig, ganz konstant in dieser Anlehnung bleibt. So ist sie schön durchs Genick. Jetzt siehst du das auch am Hals, da kommt so eine schöne Rundung raus. Das sind genau die Muskeln, die sie braucht, um sich zu tragen und die wir eben vorher auch schon gedehnt haben. Und jetzt machst du das nochmal, Schritt für Schritt zurückkommen. Weich parieren, sehr gut. Kontakt behalten, jetzt ein bisschen spielen, nochmal annehmen, nachgeben, nochmal, genau. Und nochmal und dann wieder antraben. Jetzt möchte sie im Schritt sich ein bisschen anheben und raus. Und da bist du gefragt, dass du schön mit dem Schenkel und mit der weichen Hand annehmen, nachgeben. Immer wieder durch die kleine halbe Parade ihr zeigst, dass du bei ihr bist. Und jetzt machst du wirklich nur 3-4 Tritte und es kommt nur auf die ganz konstante Anlehnung an. Nochmal, nochmal, ja, annehmen, nachgeben und wieder raus. Hast du gemerkt, da war immer noch so ein kleines Anheben, ne? Jetzt weißt du, dass sie das macht. Jetzt ist es wichtig, dass du in dem Moment, wo sie nur ein bisschen sich aushebt, bist du schon da. Du musst 5-6 Sekunden im Voraus das verhindern, indem du jetzt weich Kontakt behältst. Nochmal annehmen und wieder raus. Und dann auch etwas deutlicher. Wenn sie das feine Zeichen noch nicht annimmt, dann ruhig etwas klarer, deutlicher das Pferd mit dem Sitz schließen. Und noch ein Versuch. Und wieder zurück an dem an. Treiben, ja, annehmen, treiben, besser und raus. Prima und einmal loben, jetzt klopf sie einmal. Innen, immer klopfen, ja. Und mach das mal so, dass du mit der inneren Hand vorfühlst, einmal klopfst. So, das reicht schon. Einmal oder brav und dann geht es sofort weiter. Sonst ist sie ja aus ihrem Rhythmus raus und denkt, es käme was Neues, vielleicht rauskauen lassen oder so und wird unruhig. Das soll sie nicht. Nur einmal brav, dass sie weiß, wenn der Übergang so gut ist, ist alles in Ordnung. Jetzt wird es Zeit, einmal Handwechsel und ruhig mal einmal an den langen Seiten ein bisschen die Tritte verlängern, dass wir wieder den Motor, die Hinterbeine schön lebendig nach vorne treiben. Sie trabt jetzt nett und sehr sympathisch und jetzt wollen wir sie noch so ein bisschen lebendiger haben. Trab mal leicht an den langen Seiten und schieb sie ruhig so ein bisschen nach vorne, ohne dass sie länger wird. Und wieder zurückkommen. Zügel etwas verkürzen. So sind die Hände super, so schön ruhig und gefühlvoll. Und gleich nochmal. Und jetzt ruhig treiben und noch ein bisschen, komm. Und noch ein bisschen, mehr, die kann noch mehr. So, jeden Tritt setzt du dich hin und schiebst das Pferd von hinten nach vorne. Noch ein bisschen fleißiger, noch ein bisschen lebendiger, komm. Und noch mehr. So, guck mal. Aha, und wieder zurückkommen, gut so. Und jetzt einmal durchparieren zum Schritt. Und wir geben ihr eine Schrittpause. Wieder an den Übergang denken, dass sie sich da nicht anhebt, sondern ganz so schön fein. Aha. Und jetzt ruhig, genau. Beim Übergang, haben Sie das gesehen? Da wurde sie einmal kürzer. Das ist es, dieses unteren Schwerpunkt fußen und geschlossen. Und daraus dann entwickelt sich auch immer noch mehr Gang. Und gerade im Trab, das ist die Gangart, wo wir was machen können. Wenn das Pferd lernt, immer noch mehr sich zu setzen und noch mehr Kraft und Last aufzunehmen.
Und jetzt haben wir ihr einmal die Chance gegeben, sie soll, kann ruhig gucken und sich wieder lang machen und aus dieser Genickkontrolle raus, weil es ist ja auch eine Muskulatur, die das halten muss. Und jetzt wollen wir nochmal, dass sie sich auch bei den Trab-Galopp-Übergängen auch wieder ganz konstant und gleichmäßig in dieser Selbsthaltung präsentiert. Das heißt, du musst wieder auf die leisesten Zeichen, das leiseste Anheben, was sie zwischendurch mal macht, reagieren. Ist gut so, dann trab mal an. Und dann kommst du mal hier auf den Mittelzirkel. Versuch mal, den linken Daumen nochmal dachförmig zu nehmen, dass der nicht so absteht. Genau. Was mir auch gut gefällt, wenn man eine Gerte trägt, dann sollte der Daumen um die Gerte, nicht auf der Gerte liegen. Dann ist nämlich sofort der Daumen hart und das Handgelenk fest. Aber das machst du automatisch richtig, das ist prima so. Und jetzt machen wir nochmal ein paar Übergänge Trab-Galopp und versuchen auch wieder darauf zu achten, dass sie so schön im Rahmen bleibt und das Ganze mit ganz wenig Einwirkung. So fein wie möglich, aber auch so klar wie nötig. Die Hand etwas tiefer, Zügel noch ein bisschen nachfassen, weil jetzt, wenn sie müde wird, kann es auch sein, dass sie so ein bisschen wackelig wieder wird und dann galoppierst du gleich mal an. Ja, da kam schon dein kritischer Blick. In dem Moment, wo sie jetzt nur ein bisschen sich anhebt, das ist der Moment, wo du auch gegenhältst und nachtreibst und nachgibst, wenn sie nachgibt. Sonst gewöhnt sie sich das an und denkt, ach, angaloppieren kann ich ja ruhig, mich rausheben, ein bisschen den Rücken wegdrücken, stört ja keinen, das stört dich wohl. Deshalb parierst du jetzt wieder durch zum Trab. Nochmal, da, genau, jetzt ging es ja schon schneller. Jetzt ruhig erst wieder schön rantreiben. Die Zügel müssen kurz genug sein, dass du auch schnell am Maul bist. Und jetzt, wann immer du ein gutes Gefühl hast, gibst du die Galopphilfe und auch ruhig etwas deutlicher mit dem äußeren Schenkel und hältst einmal gegen, dass sie lernt, da ganz klar durchs Genick zu bleiben. Aha, viel besser, schön. Und jetzt mal ganze Bahn und einmal mit der inneren Hand vorfühlen. Du kannst auch mal einmal überstreichen mit der inneren Hand. So, prima. Dass man ganz klar sieht, äußerer Zügel, innerer Schenkel, ruhig ein bisschen nach vorne. Und dass sie so schön weg ist von der inneren Hand. Was mir gut gefällt, ist, dass sie schäumt und ein ruhiges Maul hat und es jetzt auch gerade echt schön schnell gelernt hat. Dann wieder Trab und dann schauen wir uns das Gleiche auf der anderen Hand an. Jetzt kommt es gar nicht drauf an, wann der Übergang ist, nur dass er so sicher durchs Genick. Aha, sehr schön, prima. Das war richtig. Einmal klopfen, einmal dem Pferd zeigen, du bist auf dem richtigen Weg und dann geht es sofort weiter. Einmal Handwechsel. Und auch ruhig sie so lebendig wieder traben. Immer dran denken, du willst ein bisschen sie ruhig fordern, dass sie immer so fleißig und lebendig weiter traben muss. Okay, jetzt machen wir das Gleiche rechts. Jetzt weißt du, ihre Tendenz wird sein, Galopphilfe sich ein bisschen anzuheben. Und du wirst das verhindern, weil du eine ganz klare halbe Parade gibst und erst nachgibst, wenn sie nachgibt. Okay, alle Augen warten auf dich. Und kauze schon mal schön, gibt nach. Aha, ja, ein bisschen mehr noch. Und wieder treiben. Was mir gut gefällt, ist das Ohrenspiel von der Stute. Sie ist unheimlich schön bei der Reiterin. Und man merkt, sie bemüht sich und sie will ja eigentlich echt alles richtig machen. Prima so. Und wieder weich parieren zum Trab. Lass sie ruhig Zeit, sitzen, nochmal sitzen, äußerer Zügel, abwenden dabei. Wenn sie sich rausheben will, tust du so, als wolltest du in den Zirkel reinwenden. Das ist prima und dann wieder Trab oder Stimme, nochmal, nochmal, ist nicht schlimm. Außen, jetzt ruhig deutlicher, genau. Du hast es jetzt angeboten, zwei, drei Angebote gemacht, nimmst du die an, gut, wenn nicht, dann wirst du ruhig einmal ein bisschen klarer. So, jetzt das Angaloppieren nochmal. Erst etwas aufnehmen, bisschen zurückkommen, genau, jetzt hast du automatisch den Zügel verkürzt, das war richtig, dass sie schön geschlossen bleibt. Und ja, es war schon ein bisschen besser. Rechts fällt sie etwas schwerer. Ne? Das sieht man auch an dem Übergang. Jedes Pferd hat eine Schokoladenseite und eine Seite, die nicht so geschmeidig ist, so wie bei uns auch. Sind ja nicht, ich weiß nicht, wie viele Linkshänder sind so unter ihnen. Auf jeden Fall fällt es mir rechts deutlich leichter. Und oft ist es bei den Pferden eben auch so. Deshalb müssen wir immer versuchen, auch auf dieser schwachen Seite nicht zu lange drauf rumzureiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war gerade gut gemacht. Da hast du einmal klar gesagt und jetzt, richtig so. Und jetzt machen wir es zum Angaloppieren nochmal. So, jetzt wird es so schön leicht, prima. Und auch schön gestellt. Und jetzt, wenn sie nachgibt, galoppierst du nochmal an.
Ja, die leichte Tendenz hat sie noch. Leider ist Rom auch nicht in einem Tag erbaut, aber wir wissen jetzt, dass das auch ein Thema ist, wo du bei der Ausbildung bei ihr darauf achten musst. Schnell den Daumen um die Gerte, habe ich vorhin nicht so gelobt, schnell darum, genau. Und jetzt müssen wir nochmal auf die ganze Bahn gehen und an den langen Seiten wieder Schwung holen, um noch einmal nach vorne zu galoppieren. Dass sie jetzt einmal nochmal schön von hinten, genau. Und nach vorne, ruhig noch ein bisschen mehr, ruhig noch mehr, komm. Gut, so. Und wieder ein bisschen aufnehmen. Und dann noch einmal an den langen Seiten nach vorne. Und nochmal nach vorne. Genau, trau dich. Richtig. Und wieder aufnehmen. Zurückkommen. Auch den Übergang noch deutlicher. Versuche ich mal, wie deutlich du zurückkommen und nach vorne reiten kannst. Größer. Nach vorne. Und wieder zurück. Und aufnehmen. Sitzen, rantreiben, die Galopphilfe erneuern. Und nochmal erneuern. Und wieder nach vorne. Komm. Genau. Und wieder zurückkommen. Diese Übergänge fallen ihr leicht. Da bleibt sie immer ganz schön konstant in der Haltung. Ruhig wieder mit Stimme. Wir achten darauf, so, ob sie so schön nachgibt. Du kannst ruhig abwenden, wenn sie auf dem Zirkel leichter fällt als auf der Geraden. Dann willst du in dem Moment, wo du parierst, in den Zirkel reinwenden. Und weich parieren. Und nochmal mit Stimme. Und dann klar dich auch hinsetzen und denk an Schritt. Okay. Aha, da habe ich das brav auf deinen Lippen gehört. Sehr gut. Und jetzt an der nächsten, jetzt haben wir sie eigentlich so schön durch. Ich würde eigentlich dieses Trabhalten doch gerne nochmal versuchen. Geh mal ganze Bahn. Solange das nächste Pferd noch nicht kommt, wollte ich gerade sagen, machen wir einfach fröhlich weiter. Und machen nochmal einmal einen Übergang zum Halten. Denk an Schritt und dann an Halten, weil sie jetzt so schön nachgibt. Und Schritt für Schritt zurückkommen und halt. Genau. Und wieder durchs Genick. So, schnell, da kommt der Nächste. Den müssen wir auch begrüßen. Kann ruhig reinkommen. Klopf sie mal, prima. Und wieder Trab. Nee, noch nicht. Komm. So. So, und jetzt lässt du sie schön, ruhig nochmal richtig schön frisch vorwärts traben. Auch zum Schluss nochmal am Ende der Arbeitsphase die Zügel aus der Hand kauen lassen. Das ist das, was das Pferd mitnimmt. Auch in die nächste Stunde, dass sie jetzt nochmal ganz konstant, aber aufpassen, dass sie nicht stößt. Sondern du musst das Gefühl haben, dass du diesen kurzen Hals etwas länger machst, indem du sie immer raustreibst, die Nase raustreiben wollen an den langen Seiten. Gut, ist egal, wenn sie da mal einmal guckt, wieder annehmen, etwas aufnehmen das Tempo, an der kurzen Seite ein bisschen zurückführen, so, und dann wieder etwas nach vorne und dabei so ein bisschen länger lassen, so, prima, noch einmal Handwechsel oder geh noch einmal auf den Zirkel, dass sie sich noch etwas schöner um den inneren Schenkel biegt und noch etwas konstanter bleibt, dass wir jetzt zum Schluss noch mal einmal darauf achten, dass sie so konstant wie möglich, das, was sie jetzt halt schon kann, solange wie sie es halten kann, das einmal versuchen. Wieder ein bisschen reinführen mit der inneren Hand. So. Jetzt kriegst du, glaube ich, gerade noch mal die zweite Luft. Jetzt machst du den Anschein, als möchte sie auch noch ein bisschen länger arbeiten. Aber jetzt trabst du ruhig etwas ruhiger leicht, um sie so ein bisschen zu bremsen, dass du wieder zum Treiben kommst. Achtest immer wieder auf das nach rechts abwenden, leicht werden. Nur das Handgelenk ein- und ausdrehen. So, prima. Und dann langsam noch etwas länger werden. Noch ein bisschen. So, und noch ein bisschen. Viel besser. Gut, so. So ist schön. Und dann weich durchparieren zum Schritt. Und einmal loben und langlassen. Gut, so. Ich finde, die hat einen, also können wir das schon einmal Applaus, dass alle wach werden? Oder das? Wir machen es etwas verhalten, das finde ich gut, aber ich habe es beide verdient. Was mir unheimlich gut gefallen ist, dass du wirklich versucht hast, richtig in sie reinzuhorchen, um das richtige Timing zu haben. Und somit kannst du sie auf den richtigen Weg bringen. Sie weiß ja noch nicht, ich darf mich nicht mehr rausheben beim Angaloppieren oder ich soll ganz konstant in der Anlehnung bleiben. Das heißt, du musst ja immer fühlen, wie viel muss ich treiben, wie viel muss ich gegenhalten, wann im richtigen Moment schon wieder nachgeben und neu kommen. Dass sie einfach lernt, dieses ganz Konstante in dieser schönen Anlehnung bei den Übergängen auch zu bleiben. Aber unheimlich sympathisch. Ein sympathisches Pferd und eine noch sympathischere Reiterin, die sich sehr bemüht hat. Das hat Spaß gemacht. Danke dir. Hallo, ich bin Serena Hummel und bin nicht hauptberuflich auf dem Burghof
tätig, sondern bin eigentlich Studentin und habe eine 6-jährige Stute dabei von Doolittle mal Sir Oldenburg. Sir Oldenburg. Und die ist 6-jährig, aber auf einem Stand von einem 4,5-jährigen, habe ich so gehört. Okay, dann ist sie schon draußen ein bisschen gelöst. Sehr gut, dann fangen wir mal an. 6-jährig mit der Arbeitsphase. Oder trab vielleicht noch mal eine Runde leicht zum Kennenlernen. Eine Runde Schritt gegangen ist sie ja. Dass sie sich einmal dran gewöhnt, an die neue Umgebung. So, bei ihr würde ich jetzt sagen, gar nicht mehr leicht traben, wenn sie viel Schwung hat und möchte gerne nach vorne. Dann bin ich als Reiter gefragt zu sagen, vorwärts ja, aber nicht, dass sie läuft. So, genau, schön fleißig, ohne dass sie eilt. Die Hand immer schön tief, immer dran denken, Unterarmzügel eine Linie, lieber nochmal nachfassen. Aber so wie sie trabt, kannst du ruhig aussitzen. Und wir schauen uns einfach mal das schöne Modell an. Die Hände wieder etwas tiefer, genau, und schön zusammen. Jetzt hat sie fast, ich meine, sie ist eine Stute, aber wenn wir uns den Hals anschauen und das Seitenbild, könnte man auch denken, dass da ein Hengst versteckt ist, denn viele Hengste haben auch so das Thema, dass sie so einen richtigen Kragen haben und es gar nicht einfach ist, dass man sagt, das Pferd ist jetzt wirklich mit der Nase vor der Senkrechten oder an der Senkrechten, genickhöchster Punkt, und man möchte, dass sie sich schön in Selbsthaltung präsentieren. Das heißt, wir müssen jetzt darauf achten, dass die Zügel immer schön kurz sind und durch die Übergänge sie sich immer noch ein bisschen mehr zusammenschiebt. Wenn wir uns, sie ist auch rechteckig, es ist ja auch hinterm Sattel noch viel, sie hat eine schöne Hinterhand, fußt lebendig ab, das gefällt mir gut. Beim Dressurpferd schaue ich vor allen Dingen immer aufs Hinterbein. Es gibt ja leider eben auch viele, die sind wie Schmidtchen Schleicher, aber bei ihr sehen wir, dass nicht die Zehe durch den Sand schleicht, sondern sie wirklich auch schön unter den Schwerpunkt abfußt. Aber ich glaube, wir kriegen sie noch so ein bisschen geschlossener, wenn wir jetzt mal wieder mit den Übergängen anfangen. Das ist eigentlich immer so meine erste Lieblingsübung, Trab-Schritt-Übergänge auf dem Zirkel. Und jetzt, wenn du merkst, dass sie so nach unten möchte und sich eigentlich so ein bisschen auf die Vorhand fällt, in dem Moment parierst du mit dem äußeren Zügel, treibst ein bisschen nach und versuchst ganz klar zu sagen, wir wollen jetzt den Motor, die Hinterhand, noch mehr unter Schwerpunkt und wieder raus. Und jetzt machst du es mal bei ihr so, dass du sagst, du kommst zurück, maximal 1-2 Schritttritte und schon wieder raus. Dass sie sich schließt, aha, und wieder raus. Aha. Das sieht aber schön lebendig aus, dass sie so Schritt für Schritt zurückkommt und wieder raus. Ja, nimm mal deine Zügel noch ein bisschen kürzer und die Hand noch tiefer. Und achte darauf, dass die Ellbogen schön vorm Körper sind, dass du schnell am Maul bist, noch ein bisschen tiefer, deine Hände. Ist immer automatisch, das Pferd kommt tiefer. Was macht man automatisch als Reiter? Man nimmt die Hände höher, weil man versuchen möchte, damit das Pferd höher zu bekommen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Je tiefer kommen sie. Nochmal zurück und raus. Genau, jetzt gehen wir ganze Bahn. Und wir machen das jetzt mal auf der ganzen Bahn 1-2 Mal an der langen Seite mit nur einem Schritttritt. Zurückkommen, sitzen, so, oder nochmal mit Stimme. Ich glaube, sie hat diese Übung noch nicht verstanden. Und nachgeben und wieder raus. Jetzt muss ich auch umschalten, nicht 6, sondern wir sind eigentlich bei 4,5. Du kannst dich melden, bitte, wenn es, dass sie aber erstmal, als sie schon reinkam, sah man, oh, die trabt so schön frisch nach vorne. Und bei der anderen Stute vorhin haben wir gesehen, oh, die müssen wir motivieren, dass sie nach vorne geht. Und bei ihr müssen wir jetzt erstmal, so, geh ruhig auf den Zirkel. Wenn das auf der ganzen Bahn noch schwierig ist, bleib ruhig auf dem Zirkel und wir wechseln mal die Zirkel. Und jetzt ruhig auch mit Stimme. So, und dann Schritt für Schritt zurück, gut, und wieder raus, genau. Und immer wenn sie raustrabt, fühlst du so ein bisschen vor und versuchst mit der inneren Hand so schön leicht zu werden, dass sie merkt, dass sie sich echt selber da ganz easy tragen kann. Zügel nochmal nachfassen, denk dran, deine Hand über dem Widerrist, so ist das besser. Gar nicht in Rückenlage mit dem Oberkörper. Hab mal das Gefühl, wenn du parierst, willst du nur gerade sein. Platz nehmen, ohne Rückenlage. Und nochmal zurück, ja. Prima, und wieder raus. Sie so einfach lernt, in kleinen Tritten immer mehr Last aufzunehmen. Gut so, und weich, Hand schön tief und ruhig nochmal. So, und dann tritt sie alleine an, ne?
dieses Antreten, das ist genau das, was man sich wünscht. Das Pferd kommt zurück und tritt schon wieder an und man sagt so schön, der Motor, die Hinterhand ist lebendig und das Pferd lernt unheimlich schnell, sich zu versammeln. Die hat eine hohe Versammlungsbereitschaft, alleine durch dieses aktive Hinterbein. Nochmal zurück und nochmal. So. Was ich jetzt mit der machen würde, ist, glaube ich, ruhig ein bisschen im Galopp anfangen, dass sie ruhig ein bisschen Dampf schon mal los wird und ihre Gehfreudigkeit. Lass doch erstmal ein paar Trab-Galopp-Übergänge machen. So. Genau. Hand schön tief. Galoppier ruhig erstmal. Oh, sie möchte schon Pioretten. Der Galoppsprung ist natürlich, achten Sie mal auf das innere Hinterbein. Die springt natürlich so weit runter, da werden ihr die Pioretten bestimmt leicht fallen. Aber jetzt versuchen wir erstmal, sie vom Prinzip her noch so ein bisschen mehr vor dir zu haben. Dass du sagst, sie kommt, wird hinten ein bisschen tiefer und lernt, sich schön zu tragen. So, ganz weich mit der Hand. Versuche ich immer wieder vorzufühlen. Trau dich ruhig, dass sie merkt, die läuft nicht weg. Dass du immer wieder sagst, ich gebe nach und sie merkt, sie kann ruhig da bleiben. Schön der Galopp. Und wieder durchparieren zum Trab. Jetzt außen einmal deutlicher parieren, Stimme und nachgeben. Genau. Dann ist man einmal für einen kurzen Moment ruhig konsequent, hält einmal gegen, um gleich wieder leicht zu werden. So, genau. Einmal Handwechsel und im Trab ganz wenig machen. Auf jeden Fall ist sie auch hochsensibel. Auch das sieht man, sehr aufmerksam. Hört alle Geräusche, sieht alles. So, ganz gleichmäßig. Ja, vorm Angaloppieren immer an die halbe Parade denken. Deutlich sagen, erst zurückkommen und dann muss dir der Widerrist entgegenkommen, dass sie gleich hochspringt, dass du zurückkommst. So, und der erste Galoppsprung ist gleich schön bergauf. Das ist prima. Ruhig wieder galoppieren lassen, einfach eine halbe Runde oder eine Runde. Die Hand so tief lassen, Zügel so kurz. Mit dem kurzen Zügel ist man schnell am Maul. Kann man das Handgelenk eindrehen, ausdrehen, sofort reagieren. In dem Moment, wo sie zu tief kommt, bist du gleich da. Die hat auch schön Gummi. Sie hat wirklich ein sehr elastisches Pferd. Sie ist schön geschmeidig. Jetzt nicht schneller werden. Oh, genau. Und immer wieder mit der inneren Hand, wenn sie leicht wird, schön vorfühlen. So, genau. Ruhig mal einmal etwas nach vorne, einmal ein bisschen zulegen. Gut so, schön. Und wieder zurückkommen. Und nochmal zurück. Prima. Auf dem Zirkel geritten. Und jetzt bleibst du mal im Galopp und verkleinerst den Zirkel ein bisschen. Es braucht jetzt noch keine 5 Meter Volte sein, es reichen auch 10. Nur so ein bisschen rein und wieder leicht werden. Das reicht schon, gar nicht mehr. So lange, wie es, dass sie von der Balance das halten kann, zurückkommen, leicht, genau, prima. Und die Galopphilfe erneuern, bevor sie ausfällt. Gut, und durchparieren zum Trab. Gut, so, wieder einmal auf den großen Zirkel gehen, einmal traben lassen, Handwechsel und dann schauen wir uns das auf der anderen Hand auch noch an. Und wieder Ruhe reinbringen. Sie ist ja eifrig, das heißt immer wieder parieren und versuchen den großen Trabtritt, den sie ja anbietet, schön zurückkommen, Hand ruhig wieder tiefer, keine Rückenlage. Von der Tendenz her, versuch mal deinen Oberkörper eher ein bisschen nach vorne zu nehmen, dass er nicht hinter die Senkrechte geht. Dann schiebt man automatisch, sie ist sowieso eifrig, und schön leicht wieder mit der Hand. So, prima, dass sie ganz ruhig vom Ablauf und gleichmäßig ist. Prima. Ja, mit dem Loben, nicht so viel Loben, also sie soll ja jetzt noch länger sich oben tragen. Oder wir machen eine Schrittpause und lassen sie lang. Wenn du dabei den Zügel lang lässt und sie fällt so auseinander, musst du sie wieder hochnehmen. Das Loben in der Arbeitsphase ist nur ein kurzes Sagen, du bist auf dem richtigen Weg, weiter geht's. Also einmal vorfühlen, aber nicht den Zügel länger werden lassen und sie ganz auseinanderfallen, dann kommt sie aus dem Rhythmus. Unser Wunsch ist ja, dass sie jetzt noch höher kommt, also noch tiefer hinten und sich dadurch noch schöner ausbalanciert und in schönerer Selbsthaltung ist. Geh mal ganze Bahn und dann machen wir auf den langen Seiten jetzt mal Trab halten. Lass die Zügel schön kurz, denk an Schritt und dann an Halten, aber dann auch konsequent, auch mit Stimme, aber dass du einmal wirklich durchkommst und sie sich auch setzt. So, stehen lassen, durchs Genick, wieder ein bisschen spielen, genau. So, und einstellen und Trab. Hände zusammen und vor. Genau, das machen wir jetzt ruhig noch ein paar Mal, dass sie dadurch lernt,
an der nächsten langen Seite nochmal zurückkommen und dann müssen die Pferde immer wissen, dass sie ganz sicher durchs Genick stehen. Beim Halten grüßen müssen sie Zügel in eine Hand nehmen. Die Pferde müssen stehen und wissen, dass sie so lange abwarten und so, jetzt ein bisschen Kontakt, spiel mal rechts, nochmal, ja, gut, und rausreiten schon. Prima. Aber der erste Tritt ist ein Trabtritt, nicht Überschritt. Das kann schon das vierjährige Pferd lernen. Von Anfang an ist Trab, halten, Trab und nicht Überschritt anreiten. Dass sofort der Motor die Hinterbeine wieder antraben. Und nochmal. Wann immer es passt, Schritt für Schritt zurückkommen. Halt, stehen lassen. Nee, genau so. Und raus. Und die Hand vor. Komm. So, das Hinterbein, das soll ja sofort zuerst antraben. Immer trabt das Pferd hinten an. Jetzt müssen wir einfach den längeren Atem haben. Man lernt das ja durch Wiederholungen. Und wir müssen ihr jetzt zeigen, dass wir eigentlich nur und nochmal, wann immer es passt. Sonst die Ecke. Genau. Und spielen mit ihr rechts stellen. Super. Und loben. Und antraben. Aha. Komm. Ja. Und jetzt einmal Handwechsel. Jetzt könnten wir es hier machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Casino guckt, ist mir zu groß. Wir wollen es auch nicht, wir wollen ja einen Weg suchen, der, um sie zu überlisten. Nicht sie soll uns im Griff haben, sondern wir sie. Jetzt kommen wir auf die Mittellinie. So, und jetzt, wann immer das passt, sagst du, genau, gut, gut, super. Und steh und spiel, halt Kontakt. Sehr gut. Super, und trab weg. Hand vor, komm. Applaus, aber wir machen es nicht. Aber das war gut gemacht. Aufhören, sofort damit aufhören, weil es ist eine Stute, sie ist sehr sensibel, sie wartet und wittert. Und jetzt parieren wir einmal durch zum Schritt. Oder was du einmal machst, trab mal leicht und lass mal einmal rauskauen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, sie will sich wirklich einmal dehnen und braucht jetzt auch einmal die Entlastung. Jetzt hat sie ziemlich lange das gut durchgehalten, so schön sich zu tragen und oben durchs Genick. Zur Belohnung einmal Zügel aus der Hand kauen lassen. Prima. Schön. Und jetzt läuft sie auch nicht mehr, oder? Jetzt hat man das Gefühl, du kommst zum Treiben, sie rennt hier nicht mehr unterm Hintern weg. Genau richtig so. Und loben und einmal lang lassen. Innen loben. Die äußere, innen. Genau. Denn die äußere Hand führt ja und gibt Sicherheit. Die Verbindung gebe ich nicht auf. Ich fühle innen vor, gebe innen nach, aber außen führt. Und Schritt. Lass sie ruhig einmal kurz lang. Einmal Schnalle. Sehr gut. Und im eifrigen Schritt, ist aber gut so, lassen wir ihr ruhig den Eifer. Und auch wenn sie sich jetzt mal schüttelt, wenn sie mal guckt, das ist ja auch eine Muskulatur. Sie hat das jetzt die ganze Zeit in dieser Form geschafft zu halten und hat es gut gemacht hinterher. Jetzt hat sie auch das verdient, das ist jetzt auch ihre Pause. So, genau. Sie soll ja auch was mitnehmen, sie soll hier auch was lernen. So eifrig wie sie ist, können wir eigentlich ruhig mal versuchen, aus dem Schritt anzugaloppieren. Wir machen ein paar Mal Trabgalopp, auch auf feine Hilfe und dann versuchen wir es einfach mal. Erst wieder ruhigen Schritt, gar nicht so lange Schritt am Zügel, wenn sie jetzt da so ein bisschen selber sich verkürzt. Aber die Zügel, nee, mach das nochmal. Einmal Schritt. Es sollte ja ganz klar sein, Lösungsphase längerer Zügel, Schrittpause ganz weg und jetzt aufnehmen. Das heißt, ich verkürze den Zügel, einmal oben das Genick, genau, und trab dann an. Keine halben Sachen. Gerade bei jungen Pferden muss das ganz klar sein. Bin ich in der Lösungsphase, dehne ich mich oder, oh, danke, muss das Mikrofon mal kurz weitergeben, da schnaubt ein Pferd. Darauf habe ich gewartet. Ein Zeichen, dass sich hier was löst und lockert und prima. Und jetzt wieder darauf achten, ist mein Zügel kurz genug, dass sie genau weiß, ich bleibe da oben, so, in schöner Selbsthaltung, dass sie die Balance findet. Gut so. Und wieder Trab, prima. Und jetzt versuchst du das Angaloppieren. Ja, bleib mal ruhig eine halbe Runde länger bitte im Galopp, dass wir uns das Angaloppieren nochmal anschauen. Das ist nämlich toll, bei ihr zu sehen. Wenn sie angaloppiert, hat man richtig das Gefühl, das Pferd wird größer. Und sie springt in den Galopp, sie hält sofort den Galopp bergauf, das ist super. Wenn das ein Dressurpferd mitbringt, brauche ich das schon mal nicht reinzuzaubern, sondern habe was von Natur aus, was wirklich qualitätvoll ist. So, und wieder durchparieren zum Trab, schön tiefe Hand, denk bis zum Schluss daran, weich mit der inneren Hand, außen führen und Trab. Jetzt parierst du einmal durch zum Schritt,
Nur Kurzschritt, jetzt wieder eifrig. Schritt, nochmal, nochmal. Nimm die Bande, reiten wir so Richtung Bande. So, Schritt, genau. Zur Not haben wir die Leinwand oder die Ecke oder die Zuschauer. So, und einmal angaloppieren. Äußeren Schenkel zurück und ruhig nochmal. Prima. Jetzt waren noch ein, zwei Trabtritte, macht gar nichts. Beim nächsten Mal noch klarer sagen, zurückkommen und jetzt. Und wieder Trab. Zum Schritt würde ich es jetzt noch nicht machen. Dafür kannst du jetzt zum Schritt, wann immer das passt. Zurück, zurück, zurück. Gut. Warte. So, ein bisschen an Übertreten denken. Die Vorhand. Und du könntest jetzt, 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 ja. Ist egal. Sie wollte. Sie hat es versucht und hatte dann doch den Mut nicht. Aber den bringen wir jetzt hier noch bei. Super gemacht. Immer wenn der innere Hinterfuß nach vorne geht, das ist der Moment, in dem ich die Galopphilfe gebe. Das war super gemacht. Und wieder durchparieren zum Trab und Schritt, wann immer das passt. Gut. Warte. Und jetzt einmal kurz an Halten denken. Oben behalten, zurückkommen. Du willst ja kurzer Zügel, kurzer Zügel. Ja. Einen Moment später. Aber das ist jetzt dieses Timing. Probieren wir nochmal. Erst wieder Trab. Lass den Zügel schön kurz, dass sie oben bleibt. Sie soll ja gleich in Haltung angaloppieren. An dem nachgeben. So. Und du könntest jetzt, 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 jetzt und komm. Ja, prima. Dass sie da lernt, schön mit dem inneren Hinterfuß weit runterzuspringen. Das war gut so. Klopf sie mal. Gut. Und ganze Bahn. Jetzt müssen wir einmal wieder zulegen. Und jetzt nutze die kurze Seite mit dem kurzen Zügel, sie schön zu versammeln. Und an den langen Seiten langsam die Galoppsprünge vergrößern. Ohne zu eilen. So. Schön bergauf, aber deine Hand bleibt unten. Sie wird größer und deine Hand schön tief und keine Rückenlage. Jetzt achtest du selber mal drauf, dass du nur nach, als wolltest du nach vorne gehen mit dem Oberkörper. So, nach vorne. Genau. Viel besser. Dass du schön in die Bewegungsrichtung mitgehst. Prima. Einmal auf die Diagonale abwenden und auf der Diagonalen durchparieren zum Trab. Wann immer das passt, sonst haben wir die Leinwand. Nee, gut. Und das Gleiche probieren wir jetzt rechts nochmal. Komm ruhig auf den Mittelzirkel. Ist immer auf der Zirkellinie leichter mit Galoppschritt-Übergängen, weil man dann immer so ein bisschen mehr Platz hat, rein und raus zu wenden. Wieder Schritt. Ruhig mit Stimme. So. Halt die Zügel schön kurz. Denk so ein bisschen an Übertreten. Kurzer äußerer Zügel. Dann einmal zurückkommen. Denk an Halten. Und dann lässt du sie reinspringen und sagst ganz klar und jetzt. Jetzt. Ja. Oh, und sie kann sogar, sie war, ja, das hast du gut korrigiert. Jetzt war sie einmal raus aus der Balance und kam gleich wieder rein. Prima gemacht. Dafür brauchen die auch Mut, die Dressurpferde, dass sie sich das auch zutrauen. Gut gemacht. Und nochmal wieder durchparieren zum Trab und das machen wir nochmal. Und sie ist ja wirklich auch ein großrahmiges Pferd. Die wird sicher noch in sich reinwachsen. Das muss sie erstmal alles koordiniert kriegen, dass sie so schön in der Blatt zurückkommt. Denk an Übertreten. So, zurück. Nochmal. So, genau. Ach, guck mal, da war schon Galoppschritt. Wie alt? 4,5 hast du gesagt. Ich glaube, wir kommen hier der Sache schon ein bisschen näher. Also heute Abend ist es schon mal 5 geworden. So, lassen wir sie nochmal übertreten. Und zur geschlossenen Seite versuchst du ganz klar zu sagen, und jetzt. Komm. Ja, so ein kleiner war noch da. Ich glaube, du kannst das noch besser. Komm, eine Chance kriegst du noch. Und jetzt ruhig wieder erst auf der Stelle galoppieren und dann mit Stimme, guck mal, ob es wieder zum Schritt geht oder zum Trab. Und okay, aber was mir gut gefällt, sie kommt immer hinten so schön drunter, das ist gut. So, lass sie mal einmal übertreten, hier an der offenen Zirkelseite. Übertreten, dass sie ganz klar im Takt bleibt. Jetzt will sie ja wippen und weiß und wird aufgeregt. Ist ja auch immer gut, wenn die Nerven haben und wollen. Jetzt wollen wir nur, dass der Schritt erhalten bleibt. Da muss sie übertreten. Und jetzt nimmst du die Schulter zurück und galoppierst an. Komm. Ist nicht schlimm. Das ist ein Missverständnis. Das ist einfach, sie versucht es, aber hat nicht die richtige Lösung gefunden. Ist nicht schlimm. Nochmal zurück. Jetzt einmal halten. Einmal kurz halten. So. Und wieder Schritt gehen lassen. So.
Jetzt ist so eine Gratwanderung. Wie lange kann man es jetzt noch herausfordern? Wir wollen gerne mit einem guten Übergang aufhören, aber genau, da kam nochmal das Schnalzen. Glaubst du, kriegst es noch besser hin oder lassen wir es lieber? Aber galoppier einmal weiter und wir machen es an der Seite. So, noch eine halbe Runde. So, und jetzt wieder zurückkommen. Sitzen, sitzen, sitzen und Schritt. Okay? Und jetzt halt sie geschlossen, oben behalten, jetzt hast du die Bande, komm. Ja, ich glaube, den Eintritt gönnen wir ihr noch. Ich habe Sorge, wenn wir jetzt noch länger machen, das ist auch eine Kraftsache, dass sie nachlässt, dann fällt das Kind in den Brunnen und dann können wir es heute Abend nicht mehr so schnell rausretten. Einmal zulegen, ganze Bahn, so, weil das, was wir uns jetzt erarbeitet haben durch das Galoppschritt und das Versammeln, wollen wir herauslassen, indem der Galoppsprung noch größer wird. Und jetzt nochmal nach vorne. Super. Und Hand vor. Schön überstreichen. Gut. So. Und zurückkommen. Wieder zurückkommen. Und jetzt legst du nochmal zu mit überstreichen. Schön die Hand vor. So. Guck mal. Dass sie auch den Rahmen erweitert und man sieht, das Pferd wird größer und wird nicht enger und kratziger. So ist prima. Und Trab, jetzt gucken wir nochmal, ob wir das einmal auch im Trab hinkriegen. So, ein bisschen zurückkommen. Und jetzt traust du dich einfach jeden Tritt noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Komm, Hand vor. Hand vor. So, guck mal. Mit der Hand vor hat sie auch den Rahmen. Prima. Klasse. Und leicht traben, Zügel aus der Hand kauen lassen. Und das Gefühl mitnehmen, dass du merkst, dass du so viel vor dir hast. Das ist vielleicht jetzt nur so ein Stück, aber dieses Stück an Rahmenerweiterung und an wirklich von hinten unter den Schwerpunkt und dadurch größer werden, das ist genau das Quäntchen. Und auch von ihrem Gebäude her, sie ist ja auch unheimlich harmonisch, aber hinterm Sattel ist viel, sie ist lebendig und fleißig vom Abfußen. Deshalb muss man immer darauf achten, dass man diesen ganzen Schub auch nach vorne groß rauslässt. Prima, und jetzt ruhig noch ein bisschen länger lassen. Du kannst fast das Gefühl haben, du möchtest gerne mit der Nase durch den Sand, dass sie ganz zufrieden und ganz locker, gut so. Und sie läuft nicht mehr weg und du kommst zum Treiben, sehr gut, schön. Die hat schon was. Wer möchte sie mitnehmen? Also ich hätte da noch einen Platz frei. Klasse, und loben und Schritt. Was bei ihr auch, glaube ich, wichtig ist, dass man so eine Gratwanderung hat zwischen, also Stute ist ja sowieso schon immer, habe ich die Leitstute oder habe ich hoffentlich die, die in der Herde hinten lief? Die würde ich mir immer gerne als Dressurpferd lieber diejenige, die dir hinter der Herde herläuft, nehmen, anstatt um die Leitstute. Weil dann ist es auch immer so eine Frage, wie weit akzeptiert die mich irgendwann als Reiterin, als Dressurpferd? Weil ein Dressurpferd muss, ob es will oder nicht, wenn es Grand Prix-Pferd werden möchte, nun mal bei X diese 10 bis 12 Tritte piaffieren, passagieren und da hinten halten und kann nicht so viele eigene Ideen haben. Das heißt, sie müssen sehr gehorsam sein und sich auch dem Reiter voll und ganz hingeben. Wenn ich sie so sehe, auch bei den Übergängen, so ein paar Mal beim Halten, hast du ja viele Angebote gemacht und ein paar hast du einfach ignoriert. Bis du irgendwann gesagt hast, so, und jetzt ist sie aber halten. Und das ist bestimmt auch so ab und zu der Punkt, wo du so sagen kannst, du bist nett und freundlich und machst ja immer wieder Angebote, noch eine halbe Parade, noch eine, und dann muss sie wissen, du meinst es auch wirklich. Und dann ist Steh, durchs Genick und dann ist Antraben. Und mit ihrem Hinterbein, mit ihrem Motor kann sie auch sofort antraben und muss sie auch sofort antraben. Dass du dir immer mal so ein paar Übungen raussuchst, wo du sagst, so, mein Fräulein, jetzt hören wir ganz auf mein Kommando und du lässt ihr dann wieder die Freiheiten, aber musst immer wieder zwischendurch klar machen, dass du diejenige bist. Und dieses Gefühl, wenn man möchte, dass das Pferd eigentlich noch mehr in Selbsthaltung kommt, aber sie läuft und hat ja so viel Energie, dann ist schnell so immer, dass man automatisch die Hand ein bisschen höher nimmt, das Pferd kommt tiefer, man versucht es noch auszugleichen, indem man so ein bisschen versucht, damit zu bremsen. Immer das Gegenteil machen, sagen, du setzt dich in die Balance, also wirklich in die Mitte vom Pferd, hast die Zügel schön kurz und versuchst mit dem kurzen Zügel rechtzeitig zu parieren, nachgeben, ganz, ganz oft, dass sie dadurch weiß, dass sie in dem Rahmen bleibt und geschlossen genug bleibt. Aber die hat Pfiff, die hat Motor, die hat schön Power, das ist auch wichtig und das ist auch was man beim Dressurpferd, wenn man sich eins aussucht oder
sich eins aussuchen kann. Dann würde ich immer darauf achten, hat es genug Ehrgeiz und genug Elan und genug Motivation und Eifer? Denn dieser Weg bis ein Dressurpferd von 4-, 5-, 6-jährig auf dem Weg der Klasse M ist und dann kommt wieder 7-, 8-jährig, das kann noch jeder, sage ich immer so schön, also auf dem Weg zur Klasse S. Das sind alles Sachen, die kann jeder lernen, aber ob die hinterher Grand Prix-Pferd werden und Pi und Pa und Pioretten und das Ganze in so einer geballten Form, dafür müssen die Pferde von Natur aus einfach Ehrgeiz mitbringen und Eifer. So, hallo, ich bin die Nicola Haug, Bereiterin auf dem Gestüt-Birkhof. Ich habe die 9-jährige Samoa mitgebracht, eine Sir Alfred Fairplay-Stute, die Halbschwester zu unserem Denario. Die war 4-, 5- und 6-jährig jeweils auf dem Bundeschampionat. Und jetzt sind wir noch so ein bisschen bei M-Reiten und versuchen, ob wir es vielleicht irgendwann schaffen, auch Richtung S zu kommen. Ja, da haben wir uns ja für heute Abend was vorgenommen. Auf dem Weg zur Klasse S. Aber sie ist ja Gott sei Dank schon draußen gelöst, ne? Dann fangen wir mal gleich an. Trab doch erstmal im Aussitzen und wir lernen sie mal kennen und sie lernt euch ja uns kennen. Jetzt wollen wir nämlich, dass das Hinterbein immer lebendig in Gang bleibt. Abfußt, die Last aufnimmt und schon wieder raus. Prima. Und dabei schön den Zirkel rund ausreiten, auch keine Rückenlage. Geh mal mit deinem Oberkörper etwas mehr nach vorne, dass du im Pferd sitzen bleibst. Und wenn du treibst, hast du eher das Gefühl, du atmest aus und schließt den Schenkel und versuchst mit dem Schenkel das Hinterbein noch etwas mehr unter den Schwerpunkt zu treiben. Zurückkommen und raus. So, prima. Im Prinzip im Zurückkommen denkst du an Rausreiten. Und dann den Trab versammeln, nicht zu doll wegreiten, aber einen Schritt Tritt machen und raus. Und jetzt nicht fleißiger. Jetzt wollen wir ja auf dem Weg zur Klasse M oder S das Tempo noch mehr versammeln, eher an versammelten Trab denken. Das heißt, wenn du zurückkommst, möchtest du, dass sie große, erhabene Trabtritte macht. Und ruhig noch einmal zurückkommen, so einen Tritt und raus. Ja, ist nicht schlimm, gar nicht schlimm. Einfach mehr mit dem inneren Schenkel, das ist ja eine reine Abstimmungssache und nicht freier traben. Jetzt, bevor wir anfangen mit Seitengängen, erstmal sehen, dass wir den versammelten Trab schön gleichmäßig haben und diese halben Paraden durchkommen, ohne dass sie enger wird im Hals oder tiefer kommt, sondern nur hinten tiefer wird. Ja, hast du das gemerkt? Es war gerade besser und jetzt nicht immer schnalzen. Das kannst du mal machen, ja, aber wenn man sich angewöhnt, immer zu schnalzen, dann gewöhnt sie sich daran und es bringt nichts mehr. Und raus. Und jetzt aber so ruhig zurückkommen, dass du diesen einen Schritt merkst, dass sie nicht wippt, sondern auch wirklich und raus. Ja, noch einen kleinen Tacken eher raus. Das ist so eine Nuance, das Zurückkommen, Last aufnehmen und die Last mitnehmen, die Energie. Ja, das Lebendige und dann nicht weglaufen lassen, nicht wegtraben. Die ganze Energie, dieses Lebendige abfußen, das soll sie ja behalten. Und dabei muss sie schön vor dir bleiben. Das und die Hand schön tief und vor. Prima. Ganze Bahn und einmal auf der ganzen Bahn durchparieren zum Halten. Und halt. So, jetzt kommt es durchs Genick. Annehmen, nachgeben, nochmal annehmen, nachgeben, nochmal annehmen. Gut. Stehen lassen. Gerade und geschlossen. Ohne, dass sich irgendwas bewegt. Ich muss da noch etwas, nimm an rechts. Nochmal. So. Dass sie bei dir bleibt, aber ohne, dass sie die Füßchen bewegt. Nee. Stehen lassen. Und Trab. Trab. Der erste Tritt ist immer ein Trab-Tritt. Und jetzt auf die Mittellinie abwenden. Und jetzt genau bei X. Das ist da auf der Höhe, wo ich stehe. Durchparieren zum Halten. Das Timing. So, was fühlst du? Aha, die ist clever. Ich wollte gerade sagen, was fühlst du? In dem Moment kam schon hier der rechte Schenkel und sie tritt ran. Das ist prima. Und jetzt aber vom Fleck weg. Trab und linke Hand. Komm. Du hast ja eine Gerte und Sporn. Da kannst du einmal kurz und knackig kommen und beim nächsten Mal musst du nur noch dran denken und dann hält die. Nochmal an der langen Seite halten. Und halt, so,
Jetzt tritt sie zurück, hat sie clever gemacht. Nee, rechter Schenkel, weil sie ja nicht zurücktreten soll, sondern rantreten. Macht sie auch gut. Jetzt geht sie nicht mehr durchs Genick, dahin, genau. Und jetzt schiebt die Hand vor, komm mit dem Schenkel oder energisch. Komm. Und nochmal. Und Mittellinie. Und wieder bei X halten. Wir sind wieder X hier. Der Herr in der roten Jacke und ich, wir sind X. Ungefähr auf Höhe X. Dann kannst du dich orientieren. Und rechter Schenkel. Nochmal. So. Jetzt stehen lassen. Jetzt balanciert sie sich gut aus. Und Trab. Komm. Komm. So. Das ist diese Feinabstimmung. Wenn du jetzt dran denkst, noch einmal, muss die aber zünden und vor dem treibenden Schenkel sein. Das nehmen wir jetzt mal mit. Brauchst du gut weiterreiten. Und jetzt schön tief die Hand, schön versammelt, schön die Hand, die Nase etwas mehr vor. Und jetzt gehst du mal ganze Bahn. Und wir machen mal ein schönes Schulter herein rechts. Ruhig in dem versammelten, lebendigen, ausdrucksvollen Trab bleiben. Immer wieder auch vorfühlen mit der inneren Hand. Schön zurückkommen, etwas mehr zurück, so, und wieder gerade machen. Mach das ruhig noch einmal, erst tief in die Ecke, dann mit Rechtsstellung aus der Ecke, Schulter herein, die Schulter reinführen, leicht werden mit der inneren Hand. Und Sie von vorne dürfen jetzt nur drei Beine sehen. Oh, Sie sehen nur den Leuchter. So, sonst haben wir nämlich zu viel und es muss gleichmäßig sein. Okay, einmal Handwechsel. Zurückkommen, auf der Diagonalen etwas die dritte verlängern. Hand tief und vor. So, und schön traben lassen. Genau. Und wieder zurückkommen und rantreiben, dass sie gleich wieder lebendig versammelt, noch mehr versammelt. Und Hand vor und Schulter herein links. Aus der Ecke, weich die Stellung mitnehmen. So schön tief mit der inneren Hand, gleichmäßig. So, dass ein Tritt wie der andere ist. Und Sie müssten von vorne drei Beine gesehen haben. Ach, da zeigt einer auf, sehr gut. Und jetzt einmal in der nächsten Ecke eine Volte. Und wieder ein bisschen aufnehmen. Du willst sie fleißig haben, ohne dass sie zu eilig ist und daraus Travers. Nee, noch eine Volte. Wenn sie sich da raushebt, noch eine Volte. Nicht zu klein, die Volte. So, und jetzt kommt der rechte Schenkel. Travers erst. Reite ruhig erst einmal Travers oder nächste lange Seite auf dem Hufschlag. Und jetzt soll sie einmal zurückkommen, zurück. So. Wir machen mal eine kurze Planänderung. Einmal auf den Zirkel geritten. Ich habe das Gefühl, du musst jetzt viel treiben. Ne? Jetzt machen wir ein paar Mal Trab halten wieder. Weil ich möchte ja, dass sie trabt und nicht du. Also ich meine, dass sie mehr arbeitet als du. Ich habe das Gefühl, du bist und Trab. So, jetzt machen wir So, wir stellen uns jetzt vor, also ich bin hier jetzt schon mal ein Punkt, ja? So, da vorne gibt es eine Frau in Pink. Sie sind auch ein Punkt, genau. Gegenüber Kingsland und dieser Fuchs. Vier Zirkelpunkte. Und du machst jetzt Trab, halten, Trab, halten, Trab, halten, immer am Punkt. Stehst kurz, wieder wegtraben. Dass sie mal so ein bisschen aufgeweckt wird und auf den... Aber jetzt nicht, also ja... Warte, hier wieder halten. So, jetzt nichts machen, in Ruhe lassen. Einmal kommen, erst mit dem Schenkel, klappt's gut, klappt's nicht, Stöckchen. Hier bleibt, genau. Und steh, genau. Und durchs Genick, Trab. Komm, nochmal. Und da vorne wieder und halt. So, durchs Genick und Trab. Steht sie schon mal gut? Komm. So, und bis du ohne Gerte das machen kannst. Vorlassen, Nase vor und Trab. Ein kleiner Schreck kam schon. Nochmal. Und Trab. Komm. Und hier rum. Genau. So, ich bleib hier stehen. Ich trau dir. Nicht ausschlagen, bitte. Und Trab. Komm. So. Und noch einmal. Bis das Spielchen ihr in Fleisch und Blut übergeht. Trab. Komm. Die hätte bei mir schlechte Karten, die gute. Das würde ich nämlich so lange üben, bis... Komm. Weiter. So. Und Trab. Halten meine ich. Und Trab, Hand vor, so, und halten, und Trab. Oh, jetzt wird's was. Ist egal, wenn sie galoppiert, macht gar nichts. Hauptsache, sie schaltet jetzt mal den Motor an. Aber nur einmal hinterm Schenkel, dann nicht mehr hauen. Ist egal.
Ida Trapp, ganz ruhig bleiben. Du bleibst völlig cool dabei und emotionslos. Du ärgerst dich jetzt nicht über sie. Da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Du bist nämlich einfach so konsequent und immer schneller. Pfeifst du dabei ein Liedchen? Ist egal, mehr innerer Schenkel. Ich darf das jetzt gar nicht aufregen, weil wir wollen ja sie flott machen, nicht dich. Du machst so viel Stöckchen. Und komm. Ohne Stöckchen, jetzt mit Schenkel, halten. Und Trapp. So. Und jetzt dabei noch lächeln, weil du ja dich gar nicht emotionslos darauf einlässt, dass sie eigentlich gerade so ein bisschen einen kleinen Wake-up-Call hier kriegt. So, jetzt gehst du ganze Bahn und Trapp. Und leicht traben und einmal richtig nach vorne schicken. Reicht schon. Nicht mehr, Gerte. Nicht mehr, Gerte. Komm, leicht traben. So. Und zurückkommen. Und noch eine lange Seite. Jetzt nichts machen. Du machst gar nichts. Du pfeifst dir jetzt ein Liedchen und dann lange Seite leicht traben und nach vorne. Komm. So. Das reicht. Und die Hand vor. Komm. So. Die würde mit mir ins Gelände kommen und am Berg galoppieren, bis sie... So. Und noch eine lange Seite. Komm. Nee, ist egal. Mach ruhig bleiben, dass es nicht missversteht. Und zurückkommen. Und jetzt machst du gar nichts und lässt sie eine lange Seite traben. Nur traben und du pfeifst ihr ein Liedchen. Ohne zu treiben. Du treibst gar nicht, sie trabt. Schön lächeln, nicht in Rückenlage sitzen. So, dahin, genau. Und nächste lange Seite, einmal travers. Aus diesem schönen, fleißigen Trab. So, travers, genau. Jetzt etwas aufnehmen, prima. Nochmal einmal stellen links. Ja, und ruhiger traben. Jetzt nimm ruhig die Versammlung ein bisschen an. Jetzt ist ja der Motor an. Und nochmal travers. Und jetzt achte drauf, so genau, dass die Stirnlinie so im rechten Winkel zur Bande ist. Genau. Und du kannst trotzdem links vorfühlen. Gut, so. Und zurückkommen, wieder zurück. Und nächste lange Seite, eine halbe Traversale nach links. So, einmal schön links stellen. Ja, komm nochmal, da kam die Hinterhand voraus. Erst Ecke, die Hinterhand wirklich auf dem Hufschlag und nicht die Hinterhand voraus. Du kannst lieber Schulter hereinartig anfangen. Und so ruhig traben lassen, genau. So, und jetzt rüber. Ja, und jetzt schön vorfühlen. Die linke Hand bleibt links vom Mähnenkamm, genau und gerade. Okay, einmal Handwechsel. Und dann machen wir das Gleiche nochmal nach rechts. Hand tief und vor. Und vor. So. Dass sie ruhig den Hals noch etwas höher nehmen kann, etwas mehr vorlassen. Und jetzt reitest du in der Ecke eine Volte. Gar nicht zu klein, nur um den Trab etwas aufzunehmen. Noch ein bisschen parieren. Denk einmal an deine Trab-Schrittübergänge. Zurückkommen. So. Und jetzt eine Traversale. Dass sie ganz gleichmäßig schön durchschwingt. So, sitz rechts, rechten Bügel austreten, noch mehr rechts, auch wenn sie da sich nicht so gerne stellt, nochmal nach rechts und nochmal. Travers, eine lange Seite, nutz die Bande, so, genau, da kann sie nämlich sich nicht, so, jetzt rechten Bügel austreten, rechts treiben, genau, gut so, versammeln an der kurzen Seite, so, genau, und nochmal in die Traversale. Ein bisschen aus dem Schulter herein und dann rüber. Rechten Bügel austreten, dass du schön rechts sitzt. Vorhand, vorwärts, seitwärts. Ruhig schön vorwärts, seitwärts. Ruhig nach vorne mit Ausdruck. So. Und rechte Hand. Jetzt kam schon fast die Hinterhand voraus. Eine lange Seite nach vorne. Nur traben lassen. Du machst wenig und sie mehr. Genau. Und jetzt machst du die Rechtstraversale noch mehr aus dem Schulter herein, bisschen Schulter herein und rüber. In dem Moment, wo die Hinterhand vorauskommt, verliert das Pferd auch den Schwung. Ruhig ein bisschen mehr Schulter hereinartig und rüber. So, das ist besser. Und eine Schrittpause. Jetzt haben wir einmal Schritt, eine diagonale fleißigen Mittelschritt. So, jetzt versuchst du mal, ich nehme dir einmal die Gerte weg. Nicht, weil ich dich ärgern will, sondern weil ich glaube, dass das bei dir einfach so eine Gewohnheit ist. Ne? Weil die sich ja, weil man die anfeuern muss, denkt man natürlich die ganze Zeit, ich muss jetzt, aber sie wird dadurch ja nicht fleißiger. Nur du wirst nervöser, weil du denkst, du zischst dir eine und sie reagiert nicht. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass du das lieber effektiver mit dem Schenkel machst. Ich würde sie jetzt nicht loben, ehrlich gesagt. Ich würde ihr eine schöne Schrittpause gönnen, aber das reicht auch, weil
So überarbeitet hat sie sich jetzt auch noch nicht. Sie hat nämlich dich arbeiten lassen noch mehr. Und wir müssen jetzt dahin kommen, dass sie ein bisschen mehr arbeitet. Wir haben natürlich jetzt gerade gut erkannt, oder sie hat uns deutlich gezeigt, dass rechts so ein bisschen die Seite ist, wo sie so ein bisschen steifer ist. Und deshalb haben wir auch, müsste man jetzt mit ihr auch immer wieder anfangen, erstmal rechts Travers, halblange Seite Travers, wieder eine Volte, nochmal Travers, um einfach diese Seite schön geschmeidig zu machen. Oder eine andere Übung. Ich fange auf dem Zirkel an, reite ganz oft die 8 auf dem Zirkel. Och, hat sich schon mal ganz gut erholt wieder, ne? Schnaubt, wird fleißig im Schritt, wird, die Galopparbeit ruft. Aber nochmal eben zur Trab, zum geschmeidig machen der Rippenpartien im Trab. Es ist echt gut, wenn man sich auf einem Zirkel die 8 anlegt, immer wieder mit dem Wechsel. Und ruhig auch beim Wechseln immer so ein bisschen übertreten lässt, dass sie schön geschmeidig in den Rippen werden. Etwas aufnehmen, Hände schön wieder vor, auf dem Widerriss, Ellbogen vom Körper, Hände zusammen. Das ist jetzt so viel Fell, das ist schwierig, weil das genau über dem Widerriss ist. Aber da müssten eigentlich deine Hände stehen, dass du die wirklich schön trägst und angaloppieren. Ja, und jetzt ruhig wenig machen. Gar nicht denken, dass du viel treiben musst. Wenn die jetzt mal ausfällt und galoppiert nicht alleine, dann hast du ja einen Grund zu sagen und kommst einmal energisch, dass sie galoppieren muss. Aber jetzt mal automatisch wirklich nur sagen, die flache Wade liegt am Pferd und sie muss was machen. Jetzt den Galopp etwas freier. So ein bisschen, jetzt müssen wir mal gucken, was so das optimale Tempo für sie ist. Dass sie eben den Galopp versammelt, ohne dass sie hüpft und schön frei genug oder groß genug noch galoppiert. Eine lange Seite, einmal die Galoppsprünge vergrößern. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Überstreichen. So, ja, das Überstreichen machen wir normal, nämlich jetzt nur mit der inneren Hand, weil sie darf sich ja nicht rausheben. Nochmal zulegen, dabei überstreichen, aber nur mit der inneren Hand. So, und wieder zurück. Okay, jetzt gehst du mal auf den Zirkel. Und jetzt werden wir den Zirkel mal verkleinern. Langsam verkleinern, ruhig spiralförmig, über ein paar Runden und dadurch den Galopp versammeln, aber ruhig versammeln. Gar nicht viel treiben, dass sie möglichst lange in der Luft bleibt. Sie ist unheimlich fleißig hinten und kleiner werden, wie so eine Spirale, bis du hinterher auf so einer 5-Meter-Volte bist. Abwenden, leicht werden. Abwenden, immer wieder mit der inneren Hand schön leicht, dass der innere Hinterfuß Platz hat. Noch kleiner, guck mal, wo der Mittelpunkt ist, dass du dir vorstellst, um den Mittelpunkt herum reitest du jetzt eine ganz runde, gleichmäßige 5 Meter. Abwenden, leicht. Und durch, parieren zum Schritt. Gut. Das war es ein bisschen abrupt, ruhigen Schritt und wieder angaloppieren. Nee, annehmen, genau. Nochmal und nochmal. Das hast du super korrigiert. Sie wollte sich rausheben beim Angaloppieren. Du hast gesagt, noch nicht. Erst noch eine halbe Parade und dann. Und nochmal wieder Schritt. Jetzt weich zum Schritt, ohne dass sie hinten stockt. Besser. Hast du gemerkt, ne? Das war viel flüssiger. Dass sie gar nicht hinten bremst und auf einmal hinten gleich springt. Und jetzt wieder. Einfach nur einmal zurück. Super, lässig. Jetzt versuch ruhig mal, ihr zu trauen, dass sie es alleine macht, dass du weniger machst und sagst, jetzt ist sie dran. Und wenn sie es nicht macht, hast du ja einen Grund zu sagen, du bist energisch. Aber erstmal gibst du ihr jetzt eine Chance zu sagen, feine Hilfe, und sie springt an. Und nochmal. Super. Hast du gemerkt? Lässig und lächelt. Das finde ich gut. So, Reiten macht ja Spaß, deshalb sind wir hier. Und du versuchst jetzt, so, das hast du auch gut nachgetrieben. Da wolltest du nämlich selber aufhören. So, und jetzt kannst du rausreiten und wieder langsam vergrößern. Über 1-2 Runden die Galoppsprünge vergrößern und dabei auch den Zirkel vergrößern. Und noch ein bisschen zulegen. So, und noch ein bisschen. Gut so, und noch ein bisschen. Richtig, und nochmal nach vorne. Und jetzt an starken Galopp denken, komm. So, ist unheimlich fleißig hinten, gut so, und wieder zurückkommen, okay, gut so, dann einmal ganze Bahn und jetzt machst du einmal aus der Ecke kehrt, einmal den Außengalopp, ruhig einmal auch durch beide Ecken durch, wenn sie da mal einmal so klemmt, ist gar nicht schlimm, einmal annehmen, nachgeben, hat sich gerade einmal so einen Moment verkantet, dann gibst du nach und kommst neu. Nicht kürzer jetzt, schön fleißig weiter, halt sie oben, sie will wechseln, darf aber noch nicht.
Genau, und an der nächsten langen Seite einfacher Wechsel. Erst auf der Stelle galoppieren, nochmal an dem nachgeben, genau nochmal. So, und Schritt. Gut, ruhigen Schritt und wieder rechts angaloppieren. So, jetzt einmal hier rechte Hand auf den Zirkel gehen. Das machen wir das Gleiche nochmal hier. Langsam den Zirkel verkleinern, bis du auf einer 5-Meter-Volte bist. Schön die Hände wieder zusammen, den rechten Bügel austreten, dass du schön rechts sitzt und dadurch auch die Wendung einleitest. Immer schön mit dem inneren Schenkel wenden und mit dem inneren Gesäßknochen. Und dabei ruhige Sprünge, ruhig mal weniger treiben, dass sie Zeit hat. Okay, und Schritt. Gut, da bist du unheimlich gut jetzt vom Timing. Wenn sie aus, wollte sie jetzt schon zweimal ausfällen, hast du wieder die Galopphilfe erneuert und wieder angaloppieren. So, und wenig machen. Und schön vorlassen. Immer wieder sehen, dass sie vor dir bleibt. Hände schön zusammen und ganz kleine Bewegung nur aus dem Handgelenk. Und noch einmal wieder Schritt. Ruhig. Gut, und wieder angaloppieren. Lässig. Ganz easy. Zurückkommen, halbe Parade, einmal an Halten denken und dann angaloppieren, dass der erste Galoppsprung bergauf ist. Richtig, wenn sie nicht hört, einmal kurz kommen. Gut, und dann wieder weg. Dich selber wieder zurücknehmen. Jetzt sehen wir auch, dass der Linksgalopp noch besser ist als der Rechts. Auch das ist bei vielen Pferden so. Jetzt einmal nach vorne, ganze Bahn und wieder den Galoppsprung vergrößern. Einmal nach vorne. So, da sieht sie schon wieder viel besser aus. Prima. Und jetzt, wo kann die am besten wechseln? Kannst du eigentlich, sie antwortet, rechts durch die Bahn, durch die halbe Bahn. Ja, dann mach das mal. Und jetzt versuchst du den Wechsel schön gerade und lässig zu reiten, dass sie wirklich ganz gelassen den fliegenden Wechsel zeigt. Super, schön, locker bergauf. Ruhig das nochmal zur anderen Seite. Sehr gut, total sicher. Also, weg von der Wand, Viertellinie, ganze Bahn. Und jetzt versuchst du mal, reite ruhig eine lange Seite ein bisschen nach vorne und zurück. Nochmal einmal zulegen ein bisschen, das reicht schon. Wieder einfangen, dass sie einmal vom Schenkel ist. Und auf der nächsten langen Seite an der Viertellinie machst du mal zwei Wechsel. So. Super. Und jetzt ganz lässig wieder zurück. Okay, jetzt zähle ich mal mit. Jetzt machen wir mal einen Vierer. Du fängst an. Wir zählen mit. Eins, zwei, drei, vier. Super. Der war auch schön rausgesprungen. Ruhig so viel nach vorne. Okay, nächste lange Seite machen wir vier Vierer. Fang ruhig gleich an. Und zwei, drei, vier. Ja, jetzt haben wir schon mal zwei Vierer und zwei Dreier. Jetzt zähle ich nochmal mit. Ruhig, ruhig, trau dich zu warten und eins, zwei, drei, vier, eins, vier, eins, zwei, drei, vier. Nein, einen später. Den dritten noch springen lassen und erst bei vier. Bis drei zu Ende zählen und nochmal und eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Super. Schritt, loben, sofort Applaus, einmal Schrittpause, sehr gut, super. Du hast dich jetzt überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen, ne? Auch wenn die jetzt noch so ein bisschen anfingen zu schwanken, weil es hier auch so wenig Platz ist für die vier Vierer, hast du einfach ganz klar weitergezählt, das ist total wichtig. Super gemacht. Wie viel Zeit haben wir noch? Können wir noch die Pirouetten? Aber was wir einmal machen können, weil ihr das, glaube ich, gut tut, gerade für rechts und links, fang mal auf der linken Hand an. Wir haben vorhin gesehen, sie ist rechts ein bisschen, oder links fällt ihr leichter als rechts. Jetzt fangen wir auf der linken Hand an. Einmal kurz verschnaufen lassen, genau, dann nimmst du die Zügel wieder auf. Und dann galoppierst du hier einmal auf den Zirkel, machst an der offenen Zirkelseite mal so ein bisschen Traversgalopp.
dass wir aus dem Travergalopp zur Galopptraversale kommen und dann vielleicht schon mal Galopptraversale mit Wechsel. Schauen wir mal. So, jetzt ein bisschen traversartig galoppieren. Erst hier auf der offenen Zirkelseite, da hast du mehr Platz. So, ist schön. Immer wieder, genau. Und nicht schneller werden dabei, auch nicht schneller treiben, weil du möchtest ja, dass sie möglichst lange in der Luft bleibt und gar nicht, dass sie unbedingt schneller wird im versammelten Galopp. So ist das besser. Und jetzt mal eine halbe Traversale nach links. Und jetzt langsam rüber. Bisschen mehr Hinterhand. Guck mal nach vorne, schön nach vorne. Guck, mach dich groß, genau. Und gerade, linke Hand. Und jetzt nochmal vom Hufschlag aus. Erst etwas geradeaus und dann nimmst du sofort parallel die Hinterhand mit. Ja, jetzt nicht zu viel Hinterhand, etwas weniger und lässig. Ist egal, weiter, 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 weiter und gerade, genau. Und linke Hand ruhig noch einmal. Einmal zwischendurch eine lange Seite wieder Schwung holen. Locker nach vorne, genau, das ist viel schöner. Groß galoppieren, oh, das war jetzt zu doll, groß galoppieren, aber jetzt sind wieder alle wach. Groß galoppieren, ohne eilig zu werden und rüber traversieren. Jetzt nimmst du mal den großen Galopp mit in die Traversale. Vorhand und rüber, ja, besser. Dass sie im versammelten Galopp länger oben in der Luft bleibt, prima. Und auf der Diagonalen einmal einen Wechsel, dann machen wir das gleiche zur anderen Hand. Genauso lässig den Wechsel. Groß. Ja, das war jetzt zu lässig. Das ist aber auch eine Gratwanderung. Wie wenig Hilfe kann ich geben? Aber wiederholen wir später. Jetzt erstmal auf dem Zirkel geritten. Offene Zirkelseite Travers. Jetzt wieder schön die Hinterhand reinführen. Dass sie erstmal da in der Balance schön im Traversgalopp sich ausbalanciert. Etwas mehr Traversgalopp. Rechts ist ja ihre schwierige Seite. So, genau. Aber jetzt fällt es schon kaum noch auf. Ganze Bahn. Wieder groß galoppieren. Und dann nimmst du das in die, auf der nächsten langen Seite in die Traversale mit. So muss die galoppieren. Prima. Und jetzt im Zurückkommen nicht kratziger und kleiner werden. Bisschen aufnehmen. Und dann den rechten Bügel austreten. Äußerer Schenkel schiebt sie rüber. So. Viel besser. Etwas mehr Vorhand. Etwas mehr Vorhand. Rechte Hand. Einmal Schritt. Du musst jetzt an eine Sache denken, immer in die Bewegungsrichtung sitzen. Wenn du jetzt nach rechts traversieren willst, musst du rechts mitgehen, immer schön mit der Hand und mit dem Körper. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, aber sie soll nach rechts gehen, dann blockierst du sie. Ne? Probieren wir nochmal. Was mir besser gefiel, war jetzt der größere Galopp, dass sie nicht versammelt und kratzig ist, sondern dabei groß. Jetzt achte darauf, dass du sofort den rechten Bügel austritt, dich schön mit nach rechts sitzt, setzt, so rechts bleiben und nach vorne gucken und lässig, locker, lässig, gleichmäßig. So, viel besser. Rechte Hand, da kam noch einmal die Hinterhand voraus, hast du gemerkt, ne? Einmal zulegen, locker nach vorne, so, guck mal, das ist ein Galopp, super. Diagonale, jetzt müssen wir leider die beiden Wechsel nochmal mit einem großen Galopp lässig, nur einen Wechsel, aber aus der großen Galoppade. So, und super. Da haben wir den Wechsel doch schon mal mindestens um eine Note verbessert. Spitze und andere Seite, nochmal. Genauso lockerlässig auch den Rechtswechsel. Warte. Spitze. So, das war, glaube ich, jetzt der Wechsel zum Sonntag, hätte ich beinahe gesagt. Aber viel besser kriegen wir es nicht hin. Ein großer Applaus für die zwei. Das war super. Spitzenmäßig. Und jetzt noch mal einmal leicht traben, schön Zügel aus der Hand kauen lassen oder galoppier mal einmal, bleib mal im Galopp, geh einmal in leichten Sitz, angaloppieren und jetzt lässt du sie im Galopp noch mal einmal erst Zügel aus der Hand kauen. Super, das sieht ganz schön locker, lässig, gut so. Sehr schön, Zirkel, einmal auf den Zirkel geritten, so ist schön. Und jetzt ist aber der Motor an, oder? Jetzt könntest du noch Stunden weiter galoppieren. Das freut mich am meisten, ehrlich gesagt, weil ich vorhin schon dachte, die halbe Stunde kann lang werden, wenn die uns jetzt hier nicht langsam, aber sicher wirklich aufgeweckt und frisch mit uns weiterarbeitet, durchparieren zum Trab. Aber ich glaube, sie hat echt den Schalter super umgelegt. Und jetzt gar nicht mehr treiben. Jetzt lässt du sie traben, Hände schön zusammen. So. Nur mit der flachen Wade am Pferd sein, wenn sie sich raushebt, annehmen. So, und bis zum Schluss. Wir wollen einmal sehen, dass sie richtig schön vorwärts, abwärts
habe mal das Gefühl, sie will mit der Nase durch den Sand, schaffen wir sowieso nicht, aber dass sie jetzt, geh ruhig auf den Zirkel oder reit einmal eine Schlangenlinie, ein, zwei Schlangenlinien. Oh, jetzt müssen alle doch so nett sein und sitzen bleiben, sonst hat die echt eine ganz schlechte Chance. Und sie will ja bestimmt wieder hier hinkommen, die gute Stute. So, und jetzt schön ruhig und gleichmäßig, dass sie ganz schön auspendelt. So, und noch ein bisschen länger. Und runder. Und wieder Zügel etwas aufnehmen und ihr den Weg in die Tiefe zeigen. Jetzt denkt sie nämlich, guckt schon mal, wer so alles geht, aber wir gucken lieber, wer noch sitzen bleibt, nämlich nach unten, vorwärts, abwärts, schön Hals fallen lassen, dahin. Und jetzt achten Sie mal auf die Muskulatur im Halsbereich. Das ist nämlich genau die Muskulatur, die sie jetzt vorhin brauchte zum Tragen. Hände ruhig zusammen. Deine Hände bleiben schön oben. Dein Handgelenk genauso weich. Dann kannst du ganz gefühlvoll annehmen, nachgeben. Jetzt annehmen, nachgeben. Wenn sie hochkommt, nimmst du an und gibst wieder nach. Das ist total wichtig. Sie hat so lange sich jetzt oben gehalten. Und jetzt muss sie auch noch mal einmal richtig schön sich dehnen. Da muss sie hin. Gut so. Jetzt wünsche ich mir wieder das Schnauben. Das könnten wir jetzt noch mal kurz adressieren. So, prima. Und Schritt und lob sie. Und das auch ruhig noch eine Runde länger. Ich sehe auch oft Leute, die kommen aus der Aufgabe, halten Grüßen, gehen auf den Abreiteplatz, quatschen kurz und gehen zum Anhängerplatz. Ohne noch mal einmal auszutraben und wirklich zu sagen, noch mal richtig schön locker das Pferd über den Rücken in die Tiefe schwingen und pendeln lassen. Was mich total gefreut hat, dass du dich nicht frustriert, sozusagen dem Schicksal ergeben, was du gesagt hast, die lässt mich hier heute ganz schön hängen, das wollte sie ja am Anfang, sondern dann gesagt hast, so, und jetzt erst recht. Und dann mit einem Lächeln das doch hingekriegt hast, den Schalter so umzulegen, dass sie hinterher so fleißig und frisch mitgearbeitet hat. Also für mich war es eine große Freude, drei solche Reiter zu haben und drei solche Pferde. Und ich glaube, es war echt spannend. Vielen Dank an das Birkhof-Team. Und schönen Dank auch, dass Sie so still und interessiert zugehört haben. Ich habe noch die Fragen versprochen. Hat einer noch eine Frage? Oder hat sich im Laufe der drei Stunden, haben sich alle Fragen geklärt? Freiwillige vor. Siehst du eine Hand? Ansonsten, weil das auch immer vor Publikum ein bisschen schwierig ist, ist Ingrid aber auch noch da und dann können Sie sich auch noch persönlich ansprechen. Ich denke, das ist ganz gut. Du hattest eine tolle Premiere. Ich bin froh, dass du so alt bist, dass du bei den alten Meistern dabei bist, als Reitmeisterin. Wir geben dir mal einen neuen Titel, junge Meister. Unter Freunden darf man das ja sagen. Und meine Damen und Herren, was ich auch ganz toll finde, deswegen habe ich auch nochmal die Reiterin und Thomas Kasper, den Chef vom Gestüt Birkhof, mit reingebracht. Er ist ja nicht nur der Präsident der Deutschen Hengsthalter, sondern er ist wirklich in ganz vielen Bereichen engagiert. Und wie sehr er engagiert ist, finde ich, haben wir heute Abend auch bei seinen Reiterinnen gesehen. Denn es war feines Reiten von jungen Reiterinnen. Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist beispielhaft für alle Reiterei. Und deswegen denke ich da auch noch mal einen großen Applaus. Da ich den Fuchs vor zwei Tagen schon mal gesehen habe, haben wir schon Gebote abgegeben. Wir sind uns nur nicht einig geworden. Also, meine Damen und Herren, toll, dass Ingrid da war. Tolle Premiere. Morgen sind wir in München mit anderen Pferden von Thomas Kasper. Ich fand es toll, dass Sie da waren. Ich bedanke mich auch bei Frau Herrmann hier vom Gut Easing und bei Herrn Magaloff, dass wir hier sein durften. Und ich bin sicher, oder ich glaube und bin sicher, dass wir nächstes Jahr wiederkommen dürfen. Kommen Sie bitte auch wieder. Ich bringe wieder jemand ganz Interessantes mit und tolle Pferde. Haben Sie Spaß mit Ihren Pferden? Das ist das Wichtigste. Pferde sind toll und wir müssen uns Mühe geben. Schönen Abend. Dankeschön.